Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Welcome Ramadan. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche. Das heutige Rezept ist eine leckere Nachspeise. Creme Caramel oder genauer gesagt Pudim, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist ein brasilianisches Dessert. Das Rezept habe ich von einer waschechten Brasilianerin. Das Besondere an diesem Flan ist, dass er besonders cremig ist. Neben mit gerösteten Kokosflocken, die für den besonderen Crunch sorgen, neben der cremigen, weichen Konsistenz, schmeckt dieses Dessert einfach umwerfend. Also, wenn ihr sehen wollt, wie dieses Rezept genau funktioniert, dann bleibt dran, denn hier kommen jetzt die Zutaten. Wir benötigen Kokosmilch, gezuckerte Kondensmilch, Eigelbe und für das Karamell benötige ich außerdem noch Zucker und Wasser. So, los geht's mit der Zubereitung. Zuerst wird das Karamell hergestellt. Da gebe ich den Zucker und das Wasser in einem Töpfchen und lasse es bei schwacher Hitze schmelzen. Und wenn der Zucker leicht gebräunt ist, dann nehme ich den Topf ganz schnell vom Herd runter und fülle meine feuerfesten Förmchen mit dem Karamell. Hier müsst ihr aber ganz schnell reagieren, sonst verbrennt ihr euch ganz rasch. Und an dieser Stelle erhitze ich schon mal den Backofen auf 200 Grad. In diesem Schritt bereite ich die Eiermilchmasse zu. Da erhitze ich in einem Topf die Kokos- und Kondensmilch, verrühre alles so lange, bis sich die Zutaten gut verbinden und lasse die Masse erstmal gut aufkochen. Und sobald die Masse zu kochen beginnt, nehme ich den Topf vom Herd runter und gebe die Flüssigkeit in ein anderes Gefäß. Bevor ich die Eigelbe hinzugebe, püriere ich die Milchmasse, um sie etwas zusätzlich nochmal abzukühlen. Und ja, nach circa 2 Minuten vermenge ich dann die Eigelbe zu der Milchmasse und vermenge alles weiterhin mit dem Pürierstab, bis ich eine schöne glatte Masse erhalte. In den vorbereiteten Förmchen gebe ich nun die Eiermilchmasse hinzu. Für das Wasserbad gebe ich als erstes die Förmchen in einer tiefen Backform und direkt im Anschluss fülle ich sie erst mit kochendem Wasser. Dann kommen die Förmchen im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad hier den Backofen runterschalten, Ober- und Unterhitze und lasse das Dessert für 45 bis 50 Minuten backen.
Wenn die Masse durch ist, dann hole ich das Dessert aus dem Backofen und lasse es erstmal komplett abkühlen und stelle es im Anschluss noch für weitere 4 Stunden im Kühlschrank. Vor dem Servieren löse ich erstmal die Ränder mit einem scharfen Messer und stürze es anschließend auf einem Teller. Dekoriere es mit gerösteten Kokoschips oder Flocken. Et voilà, fertig ist das Dessert. Ich esse es gerne nach dem Iftar als Nachtisch, da kommt es mir super gelegen. Oder man kann es auch zum Suhoor frühstücken. Falls ihr das Rezept nachmachen wollt, dann geht auf www.atlasküche.com. Dort steht das Rezept mit den genauen Mengenangaben für euch drin. Und außerdem könnt ihr mir ein Foto von euch schicken. Also nicht von euch, sondern von das nachgemachte Rezept auf Instagram oder Facebook mit mir teilen oder mich verlinken mit dem Hashtag Atlasküche. Ich schaue mir immer ganz gerne die Fotos durch und freue mich über jedes einzelne. Also, ich wünsche euch insofern viel Spaß beim Nachmachen bzw. beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Tschüss!